Wir feiern es als Kinder dieser Zeit mit den Anfechtungen und Bestürzungen dieser Zeit. Zuweilen mehr angefochten und mehr in Frage gestellt als die, die nicht mehr feiern und nicht mehr glauben, weil sie meinen, die Anfechtung und das Angefochtene in den Unglauben hinein abgeworfen zu haben. Aber was ist uns denn widerfahren? Uns, dass dieser Glaube in einer adventlichen Zeit ein armer, ein karger Glaube ist, ein oft uneingestanden oder eingestanden zaghafter Glaube. Das Überirdische, meine lieben Brüder und Schwestern, die Welt über uns, aus der wir in den Vorstellungen und Bildern unseres Glaubens den göttlichen Advent erwarten, ist heute nicht nur verborgen. Das Verborgene kann sehr mächtig, kann sehr nahe sein. Nein, es scheint heute geschwunden zu sein. Langsam aber beständig ist die Welt über unseren Köpfen zusammengewachsen. Kein weißer Fleck Gottes mehr, wie es scheint. Alles an ihr ist in unseren Händen und in unserer Manipulation, in unseren Plänen. Nichts mehr scheint uns zu erlauben, diese Welt gewissermaßen als die untere Randzone Gottes, als den luminosen Vorhof Gottes zu sehen und zu überleben, um daraus den Einbruch seines Geheimnisses in unsere Welt zu erfahren. Das Überweltliche, das Überirdische scheint ausgeglüht zu sein. Aus dem Gedanken an diese Überwelt scheinen sich keine Ideale und keine Träume mehr ziehen zu lassen. Dieser Gedanke scheint unser Herz und unseren Geist nicht mehr zu befeuern. Und was die Menschen heute bewegt, ist nicht das Engagement an diese Überwelt, sondern das Engagement an den Menschen und an die Zukunft. Zwei große Revolutionen des 19. Jahrhunderts, meine lieben Brüder und Schwestern, die all den Aufbrüchen, all den Unruhen dieses denkwürdigen Säkulums zugrunde liegen, haben diesen Sturz, diese Umwendung unseres Bewusstseins vollzogen und ratifiziert. Die eine Revolution, die Theologie herunternahm endgültig in die Anthropologie, bei Feuerbach etwa, und die andere damit zusammenhängende, größere, leidenschaftlichere Revolution noch, die nun das Überweltliche umwendete in das Zukünftige hinein, die uns hieß und bedeutete, das Jenseits, an das wir glauben, als die Zukunft zu erleben. Immer freilich diese Revolution mit dem Pathos, dem Menschen die in den Himmeln vergeudeten Schätze wiederzugeben. Die Religion als die schlimme Entfremdung des Menschen anzuklagen und zu entlarven,
individualistisch und esoterisch noch bei Nietzsche, leidenschaftlicher vielleicht, vor allem breiter und gigantischer dann in jener großen Bewegung, in der heute eine ganze Welt steht, bei Marx und seinem Entwurf vom innerweltlich zukünftigen Paradies der klassenlosen Gesellschaft. Die gesuchte heile Humanität, meine lieben Brüder und Schwestern, so wird uns in dieser Revolution gesagt, kommt nicht von oben, sie ist nicht über uns, sondern vor uns. Unendliches hat dieser Umbruch verwüstet, viel Heiliges mit in die Tiefe gerissen, und die, die heute hinter den Fahnen solcher Revolution einherziehen, sind Legion, wir wissen es. Aber etwas anderes ist es, was uns mehr bekümmert, enger noch und tiefer noch bedrängt. Etwas von diesem Engagement, etwas von diesem neuen Blick nach vorn, etwas von diesem Aufbruch, etwas von dieser Revolution liegt doch auch uns allen im Blute. Etwas davon gehört uns an und rührt uns an. Und wir haben es schwer, uns, so meinen wir, im Glauben dagegen zu verteidigen. Hier, meine ich, hilft nichts, meine lieben Brüder und Schwestern, denn dies, dass wir diesem Umsturz in die Augen sehen lernen. Dass Nüchternheit das erste Gesetz unserer Glaubenswilligkeit sei. Dass wir uns hier exponieren und nicht vergeblich versuchen, hinter verschlossenen Türen gleichsam vorpfingstlich weiter zu glauben. Dass wir uns diesem Umbruch einmal stellen. Und dann könnte es sein, dass diese Revolution, dieser ungeheure Umsturz, der heute unser Bewusstsein so beunruhigt, uns nicht nur wegführt vom Mysterium des Adventes, sondern tiefer vielleicht in dieses Mysterium noch hinein. Ist nicht schon diese erste vorhin genannte Revolution, dieser erste Umbruch von der Theologie in eine bare Anthropologie, diese gigantische Zurücknahme Gottes in den Menschen, nicht auch zu einer heilsamen Neuentdeckung eines Herzstückes unseres Glaubens geworden, dass wir heute leidenschaftlicher als je von unseren Kanzeln künden? Der göttliche Sinn, nämlich der brüderlichen Begegnung und der Bruderliebe, das Sakrament des Bruders, das heute leuchtender und bezwingender als je in unserem Glaubensbewusstsein steht. Könnte nicht auch die andere Revolution, der Umbruch vom Jenseits in die Zukunft, vom Blick nach oben in den Blick nach vorne, trotz allem ein Wink sein, ein göttlicher Wink, meine lieben Brüder und Schwestern, in das Dunkel unserer Geschichte? Könnte sich diese gewaltsame Transposition der Jenseitsvorstellung in die Zukunftsidee am Ende nicht enthüllen als eine Mitgift aus unserem Glauben, als ein Diebstahl am Heiligen, das eigentlich der Glaube hüten müsste, dass er freilich oft, allzu oft schlecht und lau gehütet hat? Könnte darin für uns sich nicht der Umbruch
einer Vorstellungswelt zeigen, dessen Ernüchterung wir uns aussetzen müssen, ohne dass wir glauben müssten, es wäre darin Gott selbst uns genommen, so wie alle Welt immer meint, da, wo ihr ein Verstehenssystem verloren geht, Gott ginge hier abhanden. Fragen wir doch einmal in das Mysterium unseres Adventes hinein. Was heißt denn Advent und adventliche Besinnung? Heißt es nicht, uns einüben, den Gott über uns anzunehmen als einen Gott vor uns? Heißt es nicht, den Gott, den wir glauben, als die Zukunft unseres eigenen geschichtlichen Lebens anzunehmen? Geschieht darin nicht ständig neu eine Revolution von oben nach vorn, die wir so selten mitvollziehen? Was heißt denn Advent und adventliche Besinnung anders als Einübung, meine lieben Brüder und Schwestern, in das Hoffen, in das Laufen, in das unschuldige Laufen nach vorn, in den Blick nach vorn? Was heißt denn adventliche Besinnung anders als diese Hoffnung wieder erwecken und einsetzen, sie befreien aus der Klammer, in die wir sie gerne in unserem Glaubensbewusstsein gesetzt haben, sie herausziehen aus dem Nebensatz, in dem wir so mit dahin sagen, um sie zum Hauptsatz unseres Glaubensbekenntnisses zu machen, zum Elixier unseres gläubigen Lebens, zu jenem Glauben, wie Peggy sagte, den Gott am liebsten hat, zu jenem Glauben, von dem der große Augustinus bekennt, dass Gott haben heißt, auf ihn warten können. So meine ich, meine lieben Brüder und Schwestern, könnte dieser ungeheure Umbruch, in dem wir leben, der uns bestürzt, auch ein heilsames haben. Freilich, die Propheten jenes Umbruches und jener Revolution wollten sich nicht so verstanden wissen. Sie meinten, alles aus der Zukunft erwarten heiße eben auch alles vom Menschen erwarten, heiße eben auch alles dem Menschen allein in die Hände geben. Das könnte und muss der große Irrtum sein, meine lieben Brüder und Schwestern. Hier, so scheint uns, beginnt der eigentlich große Verrat. Ist denn der Mensch wirklich der Herr der ernst genommenen Zukunft? Ist die Zukunft des Menschen die Stätte, an der er ewig heillos nur sich selbst erscheint, Advent des Menschen bei sich? Fragen wir einmal, was der Mensch will, und fragen wir, wie er seine Zukunft erfährt. Will er denn wirklich eine geheimnislose Zukunft, oder fragt er nicht hinein in eine je größere, heiligere Zukunft? Sucht er in ihr nicht die unbezwingbare Nähe des größeren Geheimnisses, damit er endlich ihm sich anheimgeben könnte? Er, der Mensch, der immer mehr Fähigkeit zum Anerkennen als zum Erkennen und Argumentieren hat, der immer mehr Fähigkeit zum Ansehen als zum Einsehen hat, der immer mehr Fähigkeit zum sich ergreifen lassen als zum Begreifen hat,
immer mehr Fähigkeit zum sich lieben lassen als selbst zu lieben. Sucht er eine reine, geschlossene Humanität, eine Humanität ohne offene Flanke? Und wäre sie wirklich die Rettung des Humanen, meine lieben Brüder und Schwestern, oder wäre sie vor dem Gewissen des Menschen nicht die Destruktion jeder Humanität? Weiß der Mensch nicht zu sehr, wie im Grunde genommen kein Übermaß an Geheimnis in seinem Leben ihn je so bedrohen könnte als der völlige Schwund von Geheimnis? Weiß der Mensch nicht zu sehr, dass die absolute, fraglose Geheimnislosigkeit, die endgültige Ankunft bei sich im durchschauten Dasein, die absolute Hölle wäre? Hat nicht jeder von uns im tiefsten Bewusstsein eine heimliche Verachtung für alles Durchschaute und Erklärte? Weiß der Mensch nicht, dass zur Humanität ein Mysterium gehört? Und sollte deshalb, meine lieben Brüder und Schwestern, diese ungeheure Bewegung, in der die Zeit heute angetreten ist, nach vorn, in jener Hölle enden, in jenem Gefängnis, sollte der so proklamierte Sprung in die Freiheit, wie es Engels nannte, dort ankommen? Viele meinen es so. Aber wenn sie die Hüter des Menschseins sein wollen, werden sie immer wieder gefragt werden vom Menschen, wird sich dies immer wieder als Illusion entlarven, der Mensch widersteht, an der Mensch sich selber rächt. Hüter, wie spät ist es in der Nacht? So wird die jesaische Frage an alle gehen und immer neu, und die Antwort sein, es ist bald morgen und bald wieder Nacht. Und wenn ihr schon kommt und fragt, so werdet ihr wiederkommen und wieder fragen. Was aber werden jene antworten können? Meine lieben Brüder und Schwestern, Advent sollte und könnte eine heilsame Öffnung des Menschen nach vorn sein. Advent könnte in uns Christen endlich einmal mehr als je ein neues Vertrauen in das Zukünftige sein, in das, was von vorn auf uns zukommt. Freilich, ich meine, dass wir eigentlich dieses Vertrauen immer schon hüten und der Zukunft mehr trauen, als wir in sie hineinzugeben vermögen. Wie erfahren wir sie denn? Ein paar schüchterne Hinweise aus dem Alltag unserer Erfahrung. Was ist es denn, meine lieben Brüder und Schwestern, was uns im Grunde genommen nicht verzweifeln lässt, obwohl doch jeder von uns den Riss erfährt im Leben, der da klafft zwischen dem, wie und was wir sind und was wir tun, und dem, woraufhin wir uns entworfen haben. Wieso gehen wir nicht unter in jenem Abgrund, der immer neu in unserem Leben existiert, zwischen Idee und Dasein, zwischen dem, woraufhin wir tatsächlich leben, und dem, woraufhin unser Leben entworfen ist? Wem trauen wir da, dass wir immer neu eine Hoffnung gegen Hoffnung haben,
eine Spes contra spem. In welcher Offenheit, die nicht wir erschlossen haben, laufen wir denn schon, wenn wir es vermögen, trotz dieses Risses, trotz dieser offenen Flanke unseres Lebens, immer neu aufzubrechen. Und das andere, die Erfahrung, die auch jeder von uns macht. Warum kommen wir jemals über eine eingestandene Schuld in unserem Leben hinaus? Was ist es in uns, das uns hilft, solche Schuld noch einmal zu überschreiten? Viele tun es, wenige können sich davon Rechenschaft geben. Nie kann es so sein, meine lieben Brüder und Schwestern, dass wir diese Schuld einfach nach hinten abstreifen, das schuldig gewordene Dasein gewissermaßen nach rückwärts abspulen. Nein, auch in der Reue nicht, auch in der Beichte nicht. Wir können es nur in einer größeren, unbedingten Flucht nach vorn, in dem Versuch, dieses schuldig gewordene Leben hineinzunehmen in eine größere, umfassendere, heiligere Zukunft. Warum wagen wir das? Und wieso geschieht dies doch so oft in unserem Leben? Trauen wir nicht der Zukunft mehr, als wir ihr im Christentum offiziell zuweilen vertrauen? Und erfahren wir nicht gerade auch in der Härte und Antlitzlosigkeit unseres profanen Lebens heute die Übermacht einer Zukunft, die nicht mehr aus unseren Händen stammt? Die Welt, so sagen wir und erfahren es, ist heute in unseren Händen, Bauplatz unserer Taten und Entwürfe. Und die Weltzukunft, so möchten wir meinen und schließen, müsste dann doch auch in unseren Händen sein. Was ist denn mit der paradoxen Erfahrung, die wir machen, dass diese Weltzukunft eigentlich immer unüberschaubarer wird, dass sie heute dunkler als je ist, dass uns kaum mehr wirklich schützende Prognosen gelingen, sicher nicht besser als früher. Woher kommt es, meine lieben Brüder und Schwestern, dass die Angst wächst im Gang einer Geschichte, die doch in unseren Händen zu sein scheint? Ist das, was auf uns zukommt, wirklich nur das, was von uns herkommt, das Gemächte unserer Hände? Und das andere noch schließlich, die Mächtigen, die da unser Leben heute entwerfen. Ist das, was aus solchen Entwürfen und Planen herauskommt, wirklich immer nur eindeutig das Geplante? Oder ist in ihm nicht unendlich viel Unvorhergesehenes? Sind die mächtig Führenden nicht doch immer auch die Geführten? Heimlich, unbewusst, anonym Geführten? Und fällt im Grunde nicht die mächtige Tat wieder als ein neues, unvorhergesehenes Schicksal auf den Mächtigen selber zurück? Uneingeplant ist das, was aus der Zukunft auf uns zukommt, wirklich nur das, was von uns herkommt, das Gemächte unserer Hände? Oder, meine lieben Brüder und Schwestern, zeigt sich hier nicht vielleicht in der Tat, dass die Zukunft heute mehr als je und einzig vielleicht der Ort ist, an dem das geschwundene Mysterium neu leuchtet und neu glüht für uns? Dass das Geheimnis heute mehr von vorn
als von oben kommt und dass deshalb die Leidenschaft unseres suchenden Herzens die Schwelle des Mysteriums gerade im Blick nach vorne sucht. Advent. Zeit und Einübung der Hoffnung. Hoffen, meine lieben Brüder, heißt denn dann, sich in diese größere, heiligere Zukunft Gottes hinein enteignen lassen. Christliche Hoffnung ist keine Zukunftsideologie, kein Spiel mit dem Besserwissen um die Zukunft, um das von morgen, und kein Geflüster über das, was übermorgen sein könnte. Nein, christliche Hoffnung ist geradezu stolz auf die Armut ihres Wissens um die Zukunft. Dieses Nichtwissen ist ihr sehr teuer. Christliche Hoffnung freilich ist auch keine Utopie, das eher als Ideologie, meine lieben Brüder und Schwestern. Aber sie ist auch dies nicht, denn sie weiß den einen, der da kommt, der in allen unvorhergesehenen, übermächtigen Ereignissen unser Leben behutsam oft, mächtig zuweilen und bedrängend berührt. Sie weiß ihn, den Gott des Exodus, den Gott des Isaias, den Gott der Psalmen und den Gott, den der Römerbrief, diese Epistel der Hoffnung besingt, im Blick auf Jesus, unseren Herrn. Ihn weiß diese Hoffnung als die ankommende, nie bewältigte Zukunft unseres Lebens. Und in diesem Wissen ist sie auch froh. In spe gaudens. Und in diesem Wissen gewinnt der Mensch auch eine neue Sapientia, einen neuen Geschmack an seiner eigenen dunklen, bestürzend verworrenen Geschichte, voller Schuld und voll des Versagens. Gewinnt Geschmack daran, denn der in der Hoffnung gewusste Gott, meine lieben Brüder und Schwestern, ist nicht das Nein zu dieser Geschichte, nicht die jenseitige Verneinung und der göttliche Protest gegen unser Werk und unsere einsame Geschichte, sondern deren Zukunft selbst. Gott als ihre Zukunft. Und dieser Gott wird diese Geschichte verwandelnd aufnehmen. Er wird nicht, was in Geschichte durch Tränen und leuchtende Freude hindurch einmal in uns wuchs, abstreifen und abklopfen, so wie man den Rost vom blanken Eisen klopft. Er wird wandeln, denn er ist der Gott unserer Zukunft. In dieser Sapientia, meine lieben Brüder und Schwestern, in diesem Wissen um die Zukunft, wagen wir sie, laufen wir hinein in die Nacht der Geschichte und suchen auch jene mitzunehmen, denen wir die Revolution von oben nach vorne, wenn auch in schrecklicher, frevlerischer Verzerrung in vielem verdanken, hoffen, dass wir sie hineinnehmen können in diese Bewegung nach vorn, in die Hände dessen hinein, von dem geschrieben steht, siehe da, ich mache alles neu. Amen.